Und ab geht's zur Runde 2. Wir sind wieder unterwegs auf dem Testserver zum Update 9.9 für World of Tanks. Und eben gerade haben wir uns um die beiden Maps Prokhorovka, wo ja nichts zu sehen war, und um Feuriger Bogen gekümmert. Nächste Map, wie ihr seht, ist Highway. Und Sven, du würdest mir bestimmt zustimmen, wenn man das jetzt schon sieht. Erstmal ist das Wasser weg. Sie haben es ja auch in den Patch Notes geschrieben, um mehr Kämpfe in der Mitte zu ermöglichen. Und es ist wieder Operation Flachland. Ich tippe, wir waren noch nicht auf der Map. Ich tippe erstmal drauf, dass die beiden Berge, egal auf welcher Seite, Richtung Cap oben oder Cap unten, komplett, entweder komplett weg sind oder wirklich flach. So wie das jetzt schon so aussieht. Das sieht aus, als wäre das Höchste, was es da gibt, das Höchste der Gefühle, ein bisschen zur Stadt hin. Aber in der Mitte so diese Bergchen und so weiter. Also das sieht aus, als hätten sie da komplett geändert. Guck mal, in der Mitte, die Häuser, war vorher auch nicht. Ne? Ja, das Einzige, was noch irgendwie so aussieht wie Highway, das ist so die Brücke hinten über dem Bahnübergang. Das war es dann aber wahrscheinlich auch schon. Bahnübergang? Achso, da, ja. Und ein bisschen die Stadt, ne? Wobei Highway doch auch erst gerade geändert wurde. Weil, wer sich dran erinnert, weiß, dass in der Stadt dieser kleine Fuß vom L, jetzt nenne ich es mal einfach anders, ums L, der war ja auch noch nicht früher. Aber das gucken wir uns jetzt an. Wie ihr seht, wie ich wieder mit dem 9-7er, dem Spätpanzer 1C, der Sven wollte mal mit dem AMX 1390 fahren, lohnt sich natürlich mit etwas schnellerem das Ganze ein bisschen abzufahren und sich die Karte dann anzugucken. So, kommst du zu mir oder? Jo, machen wir. Deutlich flacher. Was hier gleich auffällt, links von mir, normalerweise geht es hier runter, wo sich die Artis auch mal hinstellen können, deutlich flacher. Kann hier bis in die Stadt reingucken. Also alles eine gerade Ebene. Ja. Ich kann auch bis rüber gucken. Operation Flachland. Extrem, Alter, extrem. Man. Ist natürlich, sag ich mal, Wargaming möchte das Spiel verschnellern. Aber ernsthaft? Wenn es jetzt eine neue Map wäre, würde es einem vielleicht gar nicht auffallen, aber. Wenn man jetzt die alte Map kennt, was ist hier los, Alter? Der ganze Berg ist weg. Ich hab's ja gesagt. Scheiße. Also hier am Highway selber, da sind lauter Protzbauten jetzt. Richtig große Teile, also sehr viel Deckung. Gucken wir uns gleich mal an. Bist du bei mir? Mhm. Ich bin gleich bei dir. Da ist er. Seh dich. Ich dich auch schon die ganze Zeit. Ja. Kommt er hier wieder mit seinem Achter angepiept. Also, wie gesagt, hier links, wenn du hier spawnst, hattest du ja sonst immer, dass du hier links runter konntest. Ist auch nicht. Mhm. Wenn man jetzt hier, lass mal Richtung Stadt fahren. Wenn man jetzt hier guckt, bin ich jetzt der Meinung, dass hier diese Senke jetzt auch ein bisschen neu drin ist. Hier so, wow, und wieder hoch. Allgemein aber auch ein Müh flacher. Gut, die Stadt ist, glaube ich, immer noch Stadt. Hier, glaube ich, werden sie nicht viel geändert haben. Rams. Weiß gar nicht, dieses Bahnhofsgebäude, stand das hier schon so in der Größe? Weiß ich nicht, wo bist du denn? Bin jetzt hier gerade eigentlich neben dir, fast. Welches meinst du denn? Das hier.
Ja, Okay. stand schon. Aber das, da möchte ich auch um Verzeihung bitten, falls ich mal mit meinen Jungs oder mit irgendwem auf den Testservern unterwegs ist, bin. Manche Sachen, da denkt man, ah, das war doch vorher noch gar nicht und weil man achtet ja nicht so explizit drauf. Der In der hier ist Regel fahre ich neu. hauptsächlich Medium, da war ich immer in einer anderen Ecke. Der ist neu hier. Ja. Der war noch nicht. Der hier. Der ist auch neu. Dafür ist aber das Haus hier, was hier war, weg. Jetzt sind es nur noch zwei. Eigentlich mehr Platz für andere, die sich mit dran winkeln können. Die Waggons sind neu. Ist es enger geworden hier oder täuscht das? Täuscht wahrscheinlich, Nee, ne? das täuscht, das war schon so. Das. Mal diese Schilder hier. Sorry, Mauspad. Ja. Ach du Scheiße, ich will da gar nicht hingucken. Lass mal hier nach rechts gucken. Ja, hier der Bereich ist, glaube ich, immer noch so. Um die Bäumchen. Aber der Hügel hier auch von der Straße, der ist weg, dafür ist hier der Hügel jetzt höher. Ja, hier kann man eigentlich gar nicht sagen. Hier, der Hügel, wo ich gerade drauf bin, war nicht. Das ist alles neu gemacht jetzt hier. Wenn ihr das jetzt mal auf euch wirken lasst. Wahnsinn. Nichts mehr mit der ursprünglichen oder mit der gewohnten Karte zu tun. Wobei ich da im Prinzip muss man ja auch recht geben. In der Mitte war halt kaum was los. Dass, wenn denn im höchsten Fall ein Suizid-Scout hingefahren. Was mir aber fehlen wird, ist die Scout-Position hier unten am Wasser, die doch auch mal sehr geil war. Ungefähr hier irgendwo müsste das gewesen sein, wo ein Busch war und man alles auf der anderen Seite gespottet hat. Jetzt müsste man mal gucken. Du spawnst. Tu mir mal einen Gefallen. Ja. Fahr mal zu E1. Okay. Wenn ich von da komme, das Spawner habe ich hier Büsche. Büsche. Man müsste natürlich dann im Härtefall wirklich im Gefecht gucken, wie weit welchen Busch kommt man, bevor man was riskiert. Weil normalerweise spawnst du natürlich unten. Und Na gut, welcher. auf D3 hast du noch einen guten Hügel und jetzt gerade fahre ich auch noch mal über einen schönen Hügel. So, bin angekommen. Ja, dann versuch jetzt mal zu A1 zu kommen. Alles klar. Aber seh dich schon. Fahr mal zurück noch weiter. Fahr mal J1 oder so zu deinem Cap. Siehst du mich? Nö, siehst du nicht, sonst wäre Nö. meine Lampe an. Ist natürlich auch schon mal interessant, gewisse Punkte kennenzulernen, gleich, dass man die schon mal kennt. Natürlich auch für euch, nicht nur für uns. Ich glaube, hier, wo ich jetzt bin, das ist Dora 4. Ich mache das Ganze natürlich auch noch mal größer, damit ihr das auch noch mal so seht. Ist, glaube ich, realistisch, von meinem Spawn mit einem schnellen Scout hinzukommen. Und Ich dann wäre dann soweit. würde mich mal interessieren, was man oder ob ich dich da aufdecke. Ich hätte hier auch noch den Rückzugspunkt. Gut, versuch mal. Oder fahr mal ganz normal, wie du jetzt fahren würdest. Okay. Und ich palim mal.
Welchen Sektor bist du? B1. Ach! Okay, die Position ist schon mal durchgefallen. Hab dich nicht gesehen. Ist natürlich okay. Jetzt auch 8er Scout gegen 7er Scout, sag ich jetzt mal, aber trotzdem, ja. Ich bin genau auf Linie gefahren. Genau hinten am Kartenrand. Ja. Falls nochmal zurück, vielleicht siehst du mich dann, wenn ich jetzt nicht ganz so an der Linie fahre. Ja, natürlich ist das jetzt auch nicht das Ziel. Das Ziel sollte es ja nicht sein, einen Light aufzudecken. Wahrscheinlich werden dort wieder die Mets langfahren und die wage ich jetzt einfach mal zu behaupten, dass man die dann aufdeckt. Okay, ich bin jetzt wieder hinten bei G1. Warte mal, wie machen wir was? Fahr du mal zu deinem Cap, ich fahr mal zu meinem. Und dann gucken wir mal, wie weit ich komme. Mhm. Natürlich auch der Nachteil, deine Kiste ist, glaube ich, schneller als meine. Na gut, aber die kannst du schon im Gefecht mit haben dann. Ja, klar. So, bist du bei dir im Cap drinne? Ja. Ausgerichtet, mach mal Ausrichtung Richtung Stadt. Okay. So, als würde man jetzt spawnen. Okay. Also Richtung Stadt fahre ich jetzt, ja? Nein, Richtung Stadt gucken. Nur gucken, okay. Nur gucken, in Cap rein und Richtung Stadt gucken, als würdest du das spawnen. Ich stehe jetzt und schau. Gut. Also jetzt du stehst und guckst, stehst in deinem Cap und guckst Richtung Stadt. Genau. Gut, dann beginnt jetzt das Gefecht und ich versuche auf meine Position zu kommen und du guckst, wie weit du kommst. Mhm. Riskiere jetzt einfach mal was. Fällt doch schon wieder durch. Du bist wahrscheinlich schon bei mir im Cap. Nein, noch nicht. Aber gleich. Bist du schon B1? Dann sag Bescheid, weil. Nee, bin ich noch nicht. Verarscht mich gerade, glaube ich. Ich fahr jetzt halt bloß nicht nonstop durch. Ja. Fahr jetzt so hin, wie ich da hinfahren würde, weißt du? Ja. Palim. Jetzt hast du mich. Ja. Das ist die ganze Zeit aufgedeckt. Mhm. Und du siehst Denk du mich? Denk mal, schwierig wird's, ich sehe dich nicht. Schwierig wird's, wenn man hier hinter dem Hügel ist. Siehst du mich jetzt noch? Nee, und das war mein Problem. Mhm. Da warst du, deswegen bist du bemerkt an mir vorbeigekommen. Fahr mal Richtung Dora 5. Okay. Aber jetzt habe ich es ganz klein gemacht. Also auch nochmal so zum Gucken, ne? War jetzt einfach mal ein Test, weil die rechte Position ist zwar okay, aber dort verpasse ich dich, bevor du in diese Senke kommst. Jetzt siehst du mich.
Und hier einfach habe ich gestanden und dadurch habe ich Hier auch ist die die linke. ganze Zeit gestanden, okay. Ja. Dadurch habe ich auch die linke Seite ein bisschen im Blick gehabt. Weil ich bin jetzt einen großen Bogen gefahren und bin von H6 drüber gefahren. Ja. Gut, und ich habe dich ungefähr, was weiß ich, G3, H3 gesehen dann. Aber ich konnte dich, und das war wichtig, spotten, bevor du da hinten reingehst. Das will ich mir jetzt mal angucken. Natürlich alles ummoduliert hier. Schrecklich. Hier ist wieder so E1 der Knackpunkt. Früher war es ja hier der Hügel. Jetzt ist es hier der Knackpunkt, weil es hier die einzigst offene Fläche im Prinzip ist. Und wenn du hier hinten in der Senke bist oder hinter dem Berg, bist du relativ safe. Ich vermute mal, der Kampf wird sich jetzt hier auf die Hügelkette mit verlagern. Ganz Ja. entscheidend, weil wenn du da durch bist, dann hast du eigentlich freie Bahn. Ah, da oben hast du den Hügel. Das ist auch keiner, wo du raufkommst jetzt. B4. Aber es ist halt eine Deckung, von der du halt auch verteidigen kannst. Es ist ja jetzt nicht mehr irgendwo eine Position, dass du dich in eine Base hinstellst. Das hat sich ja erledigt nun. Gut, fahren wir das Ganze hier auch nochmal ab. Und dann gucken wir uns die Mitte an. Hier merkt man auch mit Senken gearbeitet. Ja, hier hinten ist noch eine Senke so ein bisschen, ne? Auf der anderen Seite nicht so extrem. Oder täuscht das jetzt hier? Nee, Gut, hier das ist. täuscht. Auf der anderen Seite hast du eigentlich auch eine gute Senke. Nee, nee, nee. Ich würde sagen, hier ist deutlich tiefer. Hier sind Büsche, auf der anderen Seite ist ja alles kahl. Da hast du recht, ja. Das heißt kahl. Okay, hier der. Ja, okay. Richtung Ah. Base. Da ist natürlich noch eine gute Möglichkeit. Ist aber wahrscheinlich dem geschuldet, dass du sonst zur Stadt halt ein bisschen Deckung brauchst für die Heavies. Wenn du halt von der Base hier verteidigen willst und auch für die Panzerjäger. Alles weg hier, alles weg. Ist die Brücke eliminiert hier, weil wozu Brücke, wenn kein Wasser? Alles weg. Ja, hier die Felsen. Wird wahrscheinlich das Pendant dazu vielleicht hier sein. Aber ich glaube, ich stehe viel zu tief. Ich komme nicht über die Häuser. Vor allem, das sind natürlich ein paar Klapper und dann noch unzerstörbare, ne? Alle? Fast alle. Du? Die kleinen natürlich nicht, aber die Zweischosser, Du? die bleiben stehen. Na gut, ich kenne natürlich die Gebäude, die kaputt machbar sind. Kaputtbar sind. Ja, reicht das sogar hier aus? Das bisschen? Ich glaube kaum, ne? Du Kannst brauchst. du mal testen. Wichtig ist beim Spotten natürlich immer, dass man Positionen hat, wo man die Laufwege, die Fahrtwege des Gegners schon mal aufdeckt. Und die Position dort auf dem Berg war schon ganz brauchbar. Fahr mal ein bisschen umher, ob ich dich da sehe. War Palim? jetzt die D-Linie lang? Palim, Palim? C zu D? Jetzt siehst du mich. Versuch mal, dich dann in den Busch zu stellen, wo ich stand. Okay. Wenn du aber geh erstmal wieder zu, fahr erstmal wieder zurück. So, bist du? Okay, alles klar.
Weil gefühlt ist es direkt vor mir. Palim. Da bin ich schon offen, nicht Ja. schlecht. Ja gut, aber das ist natürlich auch erstmal, hier musst du erstmal hinkommen, ne? Von meinem Spawn aus oder von deinem Spawn, sag ich jetzt mal. So, jetzt stelle ich mich mal hier hinter den Baum. Stell dich mal Da da mal. an, seh dich. Siehst du mich immer noch? Soll ich es dir beweisen? Mach. Also du bist zugegangen, aber ich wusste, dass du da bist. Weil ich habe dich dahin und hinfahren sehen und stehen sehen. Jetzt sehe ich dich nicht. Ja, jetzt habe ich dich aber gesehen, also Ja. schießen darfst du nicht. Er ist klar. Ist gut. Scheiß Magazine. So, jetzt aufhören mit dem Blödsinn. So, mal warten, bis wir beide wieder zu sind. Und dann versuchen wir dich in den Busch zu stellen, wo ich vorhin stand. Also links von dem Hügel. Stehst du? Ich hoffe, das ist jetzt der Busch, den du meinst. Nee, wir sind nicht. Auf dieser Anhöhe, ne? Ja, Dora 5, links vom Berg. Zur Mitte hin. Also Guck mir noch nicht. mal die andere Seite an, vorsichtshalber. Nicht hinterm Berg, von mir aus gesehen, jetzt meine ich. Ja. Schon die Seite zur Stadt hin. Alles klar. Weil da durch den Berg kann ich dich nicht sehen. Palim. Siehst du mich und da hinten ist der Busch, den du Und du mich meinst. auch. Ja. Frage ist jetzt nur, bleibt mal da stehen, ob wir wieder zugehen. Weil an sich ist ein Haus dazwischen. Siehst mich nicht mehr, ne? Doch. Ah, jetzt nicht mehr. Ja. Und du mich? Nö. Ist natürlich schwierig. Also ist es entscheidend, wer zuerst dahin kommt. Ja, aber du hast mich ja nachher auch gesehen. Jetzt sehe ich Ruckzuck dich ja danach. wieder. Jetzt siehst du mich. Wo bist du? Ja. Stehst du da immer noch? Der immer noch da. Ich sehe dich nicht. Jetzt sehe ich dich. Na gut, war vielleicht auch so. Den Busch kann man auch von rechts anfahren. Jetzt siehst du mich nicht mehr, ne? Richtig. Versuche jetzt nochmal da auf die Position zu kommen. Fahr nochmal zurück. Und offen. Ja, aber ich nicht. Das ist das Wichtige. Also der Busch ist besser. Merke. Die immer Seite von den, immer die Seite von dem, die Seite von dem, Seite von dem, immer Richtung Stadt anfahren, die beiden Hügel in der Mitte. Und dann dort Komm den mal zu Busch dir dann. rüber. Ja. Guck mir das mal an. Natürlich kriegst du hier Probleme, wenn die dann, Richtung Stadt fahren, ne? Das probieren wir auch mal. Dann hast du natürlich Probleme. Also ich muss schon so ein bisschen so stehen, dass du mich nicht siehst hier so. Auch vielleicht ein bisschen Harakiri halb runter.
Genau, und dann versuch mal vom Spawn aus Richtung Stadt zu kommen. Ich fahr aber über den Hügel, weil sonst siehst du mich definitiv nicht. Ja, ist klar. Ja, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Wenn die alle hinten rumfahren, musst du die nicht fürchten, wenn du hier stehst. Dann Richtig. spawnst du nur die Mitte. Da geht die Lampe an, ja. Und da bist du jetzt auf, ab hier. Okay, ja, weil du seitlich kommst, ne? Mhm. Ja gut, so weit darf es nicht kommen, ne? Ja. Ist ja jetzt, man muss ja auch die ganzen alten Erfahrungen mal von Bord werfen, weil du kommst natürlich von dem unteren Spawn auch schnell in die Stadt. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, ist, ob früher haben die sich ja natürlich ja auch an dem Weg J67 hingestellt. Das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr machbar, weil dort die ganzen Hügel sind. Ich glaube, das wäre ziemlich uneffektiv. Ja. Gut, aber dann kann man halt hier versuchen, dann die aufzuhalten. Ja. Was auch schön ist, ist halt, es gab ja früher diesen Hügel neben der Brücke an den Schienen hier, wo du in die Stadt ja so reinsnipern kannst hier. Ja. Dass du jetzt auch von der anderen Seite hier mit den Hügel auch nicht so reinwirken kannst. Allerdings kommst du bis hinten hin zu diesem Wasserturm. Und ins Cap kommst du auch rein. Das ist interessant. Ja, mir fehlt so ein bisschen die Viewrange-Anzeige auf der Minimap, dass man da mal sehen könnte, weil damit arbeite ich auch oft, dass ich da gucke, ist die Position gut, komme ich da hin, wo ich hingucken will. Aber ansonsten, was sagst du? Ich glaube, Heavy Line, Midi Line ist, glaube ich, deutlich. Immer noch die gleiche, nur halt ein bisschen mehr Action für die schnelleren Panzer in der Mitte. Definitiv. Und in den Häusern, da werden sich wahrscheinlich schon die einen oder anderen Heavys mit festsetzen. Jetzt genau auf dem Highway. Und so, Fazit zur Karte? Wird eine interessante Hausnummer. Also ich bin gespannt. Macht bestimmt Spaß. Ich find's extrem, weil wirklich extreme Änderungen halt. Alles flach. Es ist mehr oder weniger zu 80% eine neue Karte. Ja. Na gut. Machen wir wieder einen Schnitt und gucken uns die Karte an, auf die wir uns beide, glaube ich, schon am meisten freuen. Also, bis zum nächsten Video.